die französische Kirche zu Bern ist die letzte Bastion des manuellen Kirchengeläuts. Da gibt es noch einen Glöckner, der an der Glocke zieht, damit das Geläut rechtzeitig vom Kirchenturm ertönt. Mit dem ist jetzt aber Schluss. Der Kirchenrat hat entschieden, das Glockengeläut zu automatisieren. Ein Glöckner ist gekündigt worden. Gestern hatte Thierry Ehrenberg darum seinen letzten Einsatz gehabt. Ich muss schon sagen, das wird fehlen. Das ist ja so. Das wird einem schon fehlen. Unser Reporter, der Marc Bodemann, hat den Glöckner von Bern nochmal auf den Turm begleitet. Seit 26 Jahren ist das Thierry Ehrenberg sein Arbeitsweg. Tritt für Tritt auf in den Glockenturm. Es ist auch jemand vorgekommen, dass ich die Stege aufspringen musste, damit ich rechtzeitig anfangen konnte zu läuten. Weil Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ist sehr wichtig für einen Glöckner. Und ich muss sagen, in den 26 Jahren, in denen ich läuten durfte in dieser Kirche, hat die Glocke immer geläutet, wenn sie musste. Das sind die Überreste vom ersten Zugseil, wo der Geist aufgegeben hat. Im geschichtsträchtigen Glockenturm trifft man auch einen Funkuhr an. Das ist nur eine Orientierungshilfe, weil wir sind hier in einem historischen Kontext und dann bin ich immer nach dem Zeitglockenturm gegangen. Das ist quasi nachher ein Dialog mit verschiedenen Glocken. Also beim Aufhören habe ich immer zuerst abgewartet, dass der Zeitglockenturm die Stunde schlägt und dann habe ich aufgehört. Ganz aufhören mit dem Handläuten, das ist gleich Tatsache. Das Kabel für einen Automat, der künftig die Glocken läuten soll, liegt schon parat. Ich finde, wir sind hier in einem Bereich, wo es sehr viel freiwillige Arbeit hat, in einem kirchlichen Bereich. Und darum habe ich auch angeboten, das eigentlich unentgeltlich zu machen, oder? Damit es erhalten bleiben kann, auch den nachfolgenden Generationen. Und dass man diese Chance nicht gepackt hat, das finde ich schade. Obwohl der hauptberufliche Versicherungsangestellte auf seinen Lohn als Glöckner von jährlich 4'000 Franken verzichten würde, will der Kirchenrat einen Automat für 10'000 Franken installieren lassen. Man will so das Kirchengeläut auch längerfristig sicherstellen. Vor der Kamera will der Kirchenratspräsident nichts sagen. Verschiedene Mitglieder der Kirchengemeinde sind empört darüber, dass man dem Glöckner gekündigt hat. Es ist sicher sehr schade. Ich finde es Herr Ehrenberg und seinem Vater gegenüber, der das auch jahrelang gemacht hat, eigentlich unverschämt. Und ich würde fast sagen, böse. Es enttäuscht mich. Sehr. Der Glöckner hätte weiterhin die Möglichkeit von Hand zu läuten, sagt der Kirchenrat. Man könnte die Automatik nämlich zwischendurch auch abschalten. Nein, sagt Thierry Ehrenberg, das wäre ja, wie wenn man ein Ross vor ein Auto spannen würde. Läuten sei mehr als nur das Bewegen der Glocke, es sei wie das Spielen von einem Instrument und etwas, das ein Automat sicher nicht könne, sei schön fein ausläuten. Und dann muss man sich mit dem ganzen Körpergewicht dranhängen. Und wenn man leicht ist, dann zieht es einem auf. Das ist klar, die Glocke ist 325 Kilo. Hört ihr, wie es leisiger wird? Und jetzt kann man sie stoppen. Und der Wichtige ist, nach zweimal zurückheben, loslassen. Sonst, wenn man zu fest zurückhebt, dann schlägt es wieder auf die andere Seite. Thierry Ehrenberg, seine grosse Leidenschaft, das Glockenläuten von Hand, hat man über den Dächern von Bern wohl das letzte Mal gehört.